Ja, Messer only auf leicht sowieso. Aber trotzdem, die Bosse generell. Ja, selbst auf leicht hauen dich die Viecher mit ein paar Schlägen um. Ja, eben. Also erstmal das und zweitens, du musst ja wirklich die meisten Konfrontationen wirklich. Also ich würde es Dodgen. dodgen, ja. Also ich würde mich mit den meisten gar nicht erst anlegen. Ich Ja. weiß nicht, es scheint mir irgendwo die schlauere Alternative dann, wenn du wirklich nur das Messer benutzen darfst. Weil es ist ja nicht wie. Das Schlimme ist, in Resident Evil 4 kann ich mir das sogar gut vorstellen, weil ich da genau wusste, wo ich messern muss, um halt noch andere Moves anzusetzen. Aber das hast du ja hier nicht. Hier hast du ja nur dieses Messer, was irgendwo Jack Shit macht. Ob du versuchst, so einen Zombie zu messern, und wenn es ein Crimson Head ist, dann Prost Mahlzeit. Viel Spaß dabei. Ich bin mal ganz kurz weg, ich hol mir mal kurz was zu essen. Also, Ei, ei. ich kann mir nicht vorstellen, wie du mit dem langsamen Movement versuchen willst, einen fucking Crimson Head zu messern. Und du musst dich ja mit einem anlegen, also von daher. Das Ding ist jetzt halt bei dem Achievement, weiß ich nicht mal, ob jetzt Oh, hi. Selbstverteidigungswaffen auch noch reinfallen. Wie wär's, wenn ich dich in Ruhe lasse? Ich habe keine Lust auf Boah. dich, mein Freund. Vielleicht ist er einsam. Türgriff ist kaputt. Wird sich wohl nicht öffnen lassen. Oh. Hä? Ach da. Kumpel, wie wär's, wenn du mich mal so ein bisschen Kumpel. Wurm-Dodging? Ja, ich habe nämlich. Oh, noch so einer? Okay. Okay, gut. Have knife. Knife to meet you. Was zur Hölle ist das hier? Hier ist ein Was einzelner bist du? kleiner Raum. Noch mehr Granaten. Sogar Säuregeschosse. Endlich ist das Leben auf meiner Seite. Eine Batterie, oh mein Gott. Der Fahrstuhl. Der funktioniert ja jetzt sowieso schon. Das ist es ja nicht mehr. Ich meine eigentlich den im Garten. Ja, der. Jetzt kann ich wieder in den Garten marschieren. Ja, dann kannst du den Wasserfall runterkurbeln und mit einem anderen Fahrstuhl rumeiern. Ja, genau. Das habe ich mir auch gedacht. Das heißt, ich muss jetzt wieder dieses Ornament mitnehmen, dahin schleppen. Oh, Gottes Willen. Aber meine Frage, ist das denn optional denn im Garten? Das mit dem Wasserfall? Oder muss ich Da dahin? ist nichts optional, das muss. Das muss. Ja gut, wenn ich jetzt mal so die Karte durchgehe. Ja, eigentlich fehlt mir auch nicht mehr viel. Shadow durfte niemals Point-and-Click-Spiele spielen. Wieso? Aussparung! Naja, wenn du jetzt schon bist und nach dem Motto so, ja, dann musst du da mit hin und das muss dorthin und das den ist. Ja, optional oder nicht, also das ist ein ganz schön langer Weg dahin. Aber Shadow, du weißt doch, wie es heißt. Optional ist optimal. Shut up. Hier zählt die gute alte Diablo-Regel. Da lebt noch was, da war ich noch nicht. What's the matter, you? Gotta know respect. What do you think you do? Ist das hier? Why are Ja. you looking so sad? Raus hier, raus hier, It's raus hier. not so bad. Weil hier So sind die nice. beiden Crimson Heads, mit denen ich nicht mehr reden will. Die grüßen nie, deswegen will ich mit denen nichts zu tun haben. Ach so. Ja, das ist dieser eine Gang, wo zwei Crimson Heads rumlaufen. Mit denen will ich That nichts zu one tun guy. haben. That one guy from that one show. So. Ja, ich brauche einmal den Wappenschlüssel. Das heißt, ich gehe oben lang. Das ist schlauer. Ah, ja, du hast recht. Da ist nicht mehr viel. Also, so viele Optionen habe ich jetzt gar nicht mehr. So blickend betrachtet. Gut, ich gehe aber hier oben lang. Das sollte eigentlich simpler sein. I hope so. Wie war das, das Spiel? Das konnte man doch mit zwei Charakteren durchspielen, oder? Ja, Schön und chill. deswegen, ich bin ja noch nicht mal fertig, wenn ich den Run hier dann durch habe. Shit. Ich muss ja dann noch mit Chris rumlaufen. Und das mit Fleisch fehlt. Da freue ich mich aber auch schon drauf, einfach weil es Fleisch fehlt ist. Und es ist halt deutlich anders, weil du halt Rebecca noch dabei hast. Ach, da habe ich jemanden immer dabei? Rebecca. Also Nennt. die hast du nicht immer dabei, aber du triffst sie ja an festen Punkten.
Es ist also wie Barry, nur, ja. Barry! Ja. Barry! Zum Beispiel übernimmt sie für dich den Klavierspielpart, weil er kein Klavier spielen kann. Fleisch will nicht wissen, wie Klavier funktionieren. Uganda. Okay, die Batterie, ich lege die erstmal kurz ab. Die brauche ich gleich erst. Ich nehme nämlich erstmal, wo ist das Ding jetzt? Der Wappenschlüssel, genau. Das, ich erledige erstmal das hier. Ich packe aber auch erstmal einmal Heil-Items weg, weil ich brauche nicht alle. Genau. Was optional ist optimal und Main Quest ist eine Pain Quest oder wie, ja. Welcome to Skyrim. Ja, und Teil 4 ist eine verschissene Escort-Mission, die keiner wollte. Aber eine gute Escort-Mission, die keiner wollte. Wenn du gar nicht Escort-Mission musst. Ich sag ja immer wieder, wenn du es wirklich mal auf den Punkt so bringst, ne. Es ist eigentlich nicht mehr so viel, was Escort-Mission in Resi 4 ist. Es kommt da mir so viel vor. Probably, weil man da eher stirbt. Ja, aber die Momente, wo du sie am Arsch hast, die kommen dir lang vor. Da ist ein Schalter. Drücken. Eternity. Oh. 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 Sammlung, fast alle befassen sich mit Biologie. Und Licht wieder aus. Licht an, Licht aus. Klick, klick. So, warte mal, das heißt, ich könnte jetzt durch das Metalltor, ne? Mein, das ist ja ein Metallobjekt. Ich könnte da jetzt in der Haupthalle durch. Ich habe die beiden Embleme. Also, wenn beide Embleme ihren Steinring haben, dann ja. Steinring? Also, Metallobjekt mit Steinobjekt. Stimmt, das andere hat ein Stein-Ding. Stimmt. Mhm. Jetzt wo du sagst, ja, I'm missing a plot point. Also du musst jetzt auf jeden Fall erstmal in den Garten. Ja gut, das heißt, ich kreime mir jetzt das Stein-Ding, die Batterie und gehe wieder in den Garten. Mhm. Mach wieder einen auf Gärtner und mit einem Säuregranaten mit just in case. Vergiss deine Batterie für den Fahrstuhl nicht. Naja, hab doch gerade gesagt. I'm just doing it. So. Oh, all diese Jahre und er glaubt immer noch, ich höre ihm zu. Ja, hier steht Stein- und Metallobjekt, stimmt. Ein kleines. Was? Fleischfiedsfänger sind so groß, er trifft zwei Tasten auf einmal, wie soll er das Klavier lernen? Das ist eigentlich wahr. Chris Piano Smash. Chris Piano Smash. Dick Piano macht Chris wütend. Warum muss ich jetzt wieder an dieses eine Street Fighter Combo-Bild denken? Welches? Das ist so dieses Ryu Movement Set von wegen Hadouken, hau mich tot. Dann unten da so eine ellenlange Kampf-Combo, wo er dann auf einem Piano sitzt und spielt. Hm. Ja, doch. Vergiss die Winde nicht. Oh ja, stimmt. Ich muss ja das Wasser wieder. Warte mal. Mhm. War da nicht irgendwo. Nee, da ist er erst wieder und das, da will ich eigentlich gar nicht erst wieder hin. Good point. Nehme ich direkt mit. Die Batterie lege ich ja sowieso ein, die ist danach eh weg. Ja, genau. Good point. Good point. Die Winde. Good game. Ja, ich habe ganz vergessen, ich dachte, die Winde bleibt da drin. Die Winde bleibt da drin, you know? Die Windel. Die Winde, nee, nicht die Windel. Ist die Chris-Kampagne eigentlich länger oder kürzer? Oder gleicher? Oh, das kommt drauf an, wie du spielst. Das Ding ist halt, er hat halt weniger Inventarplätze etc. Oh geil, mehr Backtracking. Hm? Oh yeah. Dafür hat er halt als Standardobjekt ein Feuerzeug dabei. Okay, gut, das muss ich also nicht mit mir rumschleppen. Aber ich müsste trotzdem den Kerosinkanister mit mir rumtragen. Richtig? Was hat denn Jill für ein Standardobjekt? Dietrich. Dietrich. Der krumme Dietrich! Der Zitterich. Ich reiche nicht, krummer Dietrich. Vivi versteht mich. Vivi versteht diese Aladdin-Anspielung. Ja, die Folge war das. Er war ja ein genereller Bösewicht im Aladdin-Universum, so. Ja, aber die Folge fand ich echt am. Also seine Debütfolge, sag ich mal. Ja. Ja, doch, die war nice.
Ich mochte Mechanicless. War das nicht so, er wurde dann sogar zu Doomfist, so technisch gesehen? Ja, er ist später einfach komplett eskalierter Typ. Ich meine, er wurde nachher irgendwie schon fast zu Doomfist. Naja, seine Faust vor Unheil bringt. Ja, seine. Das war doch irgendwie so ein Handschuh, den er haben wollte, wenn ich mich nicht irre. Ja. Brad? Ja, doch. Wer ist Brad? Brad. Can you hear me? Brad Pitt? Brad Wiggers. Brad Dead. Shit. It's broken. It's broken! Aber wie sie klingt, sag ich mal so. Oh, Mann, oh, ist kaputt. Also, Brad ist euer Helikopterpilot, der die ganze Zeit keinen Kontakt hat. Genau, ich muss erstmal hier rum. Genau. Ich habe noch nie. Hä? Naja, normalerweise werde ich eigentlich nicht mit Alex verwechselt. Ich verwechselt mich immer mit Keks oder Kesu. Ja, aber ich sag mal so, hol, du hast schon recht. Mechanicless war sowieso besser. Ich meine, er hat verdammtes Brot auf seiner To-Do-Liste für böse Dinge. Generell, wenn wir jetzt mal so drüber nachdenken, Aladdin hatte generell jede Menge corny Bösewichte. Ja. Oh, come on, jetzt. Nicht. Arabischen. Okay, ich wurde nicht vergiftet, gut. Oh Mann, ja, es muss ja auch unbedingt Schlangen regnen, weißt du? It's raining snakes, Hallelujah, it's raining snakes. Kisu, nur wird's feuern. Ah, blaue Kräuter, brauche ich nicht. Das hier aber eher. Ja, da, Mr. Freeman. Ich weiß doch, dass hier irgendwo. Problem gelöst. Kein Ding, Shadow Flash. Alter, der Hund! Alter, liegt da einfach, wie ich den getroffen hab. Dead. Ja, ich hab einfach gedacht, komm, ich hab keine Lust, mich mit denen anzulegen, also hab ich den eine Granate verpasst. Hund, bumm! Hund, bumm! Conflict resolved. So, jetzt sind wir wieder hier. Ich bin nur ein normales Mädchen mit dem Granatwerfer. Alles cool. Oh, Chills erster Granatwerfer. Du, ich hänge auf so vielen Granaten aktuell. Von daher, es ist, Du wirst dich wundern, wie wenig du am Ende noch hast. Okay, Kurbel. Verwenden. Get the water. Hol ist eigentlich der nächste Boss, der ich denke, wer es ist. Man braucht keinen Headshot, wenn man mit Säure schleudert. You get the point. Oh lol. Wasserfall ist nicht mehr zu hören. Nice. Also den nächsten Boss wird er auf jeden Fall sehr mögen, nicht? Doch. Du sagst andauernd, dass ich hier Sachen nicht mögen werde. Meistens sind es dann immer Sachen, die mich umbringen. Es sind Dinge, die dich umbringen und in dem Fall wirst du es wirklich nicht mögen. Oh Gott, ich habe jetzt schon böse Vorahnung. So, jetzt keine Angst, es hat nichts mit Ketten zu tun. Die durchgeknallte Leatherface-Bitch denke ich gar nicht. Arabische Nächte! Entschuldigung. Yay, ich kann jetzt hier durchmarschieren. Und hier ist eine Leiter hinter. Warum muss hier ausgerechnet eine Leiter hinter sein? Why does this need to be here? Hey, Paddy. Oh ja, ganz gut. Da ist eine Inventarbox und eine Schreibmaschine. For free? Oh shit, das ist eine Tür. Oh fuck, nein. Geh wieder zurück. I have a bad feeling. Bitte. Oh mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Oh, das ist Minecraft. Bitte nicht. Hm? Oh, das ist... I don't me no likey. Hier ist noch mal eine Frage an dich. Ja. Man kann das Funkgerät ja von Richard erhalten. Wenn man allerdings später das Funkgerät erhält, triggern die gleichen Funkspruch-Cutscenes unabhängig, wann man das Funkgerät bekommt? Ja. Ja, kurzes Antwort. I don't trust this game right now. In dem Punkt einfach nur die Alex-Antwort auf alles. Yes. 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 Gerade 7 Farbbänder, ich werde speichern. Fuck you, guy. I don't take your shit right now.
So. Boah, wie glücklich ich momentan bin, dass ich in Code Veronica wie zwei Farbbänder habe. Boah, bin ich glücklich. Ich bin schon ziemlich trigger-happy, was Speicherdinger angeht. Also. Big Chili sagt danke. Also, Shadow, wenn ich mit Code Veronica durch bin und ich dir das ausleihe, sag ich dir jetzt schon mal. Du bekommst nicht viele Farbbänder zum Speichern. Glaub mir. Er muss es nicht glauben, er hat es gesehen. Oh, achso, das ist eine viereckige Winde. Oh. Oh, sorry. Er hat das eine Mal nicht zugeguckt. Oh, sorry, Monsieur. Oh. Oh, Monsieur. Oh, brauchen wir ein sechseckiges Loch? Sind wir eine sechseckige Kante? Brauchst du. Ja. Ja, Mensch, gut, dann sind wir halt eine sechseckige Kante. Okay, gut, habe ich kein Problem mit. Ich komme wieder, wenn ich eine sechseckige Kurbel habe, ja? Das ist fein. Ist das etwa Kurbelrassismus, den du hier betreibst? Technisch gesehen, ja. Kurbelismus? Ein großer Felsbrocken versperrt den Weg, wenn Chris nur hier wäre. Und der Felsbrocken sind Blutflecken. Stell mal vor, sie würde das wirklich sagen für dich. Ich habe 24 Säuregranaten. Sind die Dinger so wertlos oder warum kriege ich die so hinterhergeschmissen? Du brauchst halt ein paar. Cool, kann ich starten? Jo. Schnellsucher oder Arcade wieder auf der neuen Map? Tob dich aus, wie du möchtest. Oh Mann. Ich will nämlich noch meine Lootboxen abbekommen. Müssen nur 6-mal gewinnen. Oder? Wo bin ich denn hier gelandet, ey? What is this place? Déjà vu, I just been in this place before. Sturmzufuhr für zum Aufzug. Es gibt runden Deckel öffnen. Ja. Jo. Was zur Hölle. Was ist das denn? Eine Röhre. What the fuck? Das Ding sieht aus wie ein Zepter. Der Urväter? Unter anderem, vor allem mit Zahlen. Ja, wenn das mal nichts, ne? Also wenn das Zepter der Urväter ist, dann kannst du die Bosse ganz schön schnell erledigen. Ich habe, by the way, jetzt letztens den dritten Band fertig gelesen wieder. Ich fange jetzt wieder mit dem vierten an. Oh, der vierte, der ist toll. Die jetzt ist, ja, die sind alle vor total korrupt, Ära. Also, ich muss echt sagen, der vierte ist neben dem achten mein Lieblingsband. Was? Wieso hat eigentlich Jill den Rucksack gegen, was? Wieso hat niemand eigentlich Jill den Rucksack gegeben für ihren Schrott? Okay. Weil das nicht zur Stars Standardausrüstung gehört. Sie trägt eine Cargohose. Cargohose sind beste. Aber Cargohose, ich muss meine neue machen. Meine geht kaputt. Enricos. Oh, hier ist gerade eine Frage für Keks. Hä? Keks, wo bist du gerade bei Code Veronica? Ich bin. Oh Gott, wo bin ich gerade dort? Im U-Boot. Ich wollte, je nachdem, wann Shadow halt streamen wollte. Schaut du dort. Demnächst auch weiter streamen. Vielleicht mache ich es morgen, nur ich weiß halt noch nicht, ob mein Verlobter morgen da ist. Weil wenn der nämlich da ist, werde ich wahrscheinlich nicht streamen. Weil dann haben wir mehr mit der Wohnung zu tun. Sag mal, Jill, bist du irgendwo milde retarded oder nur ein bisschen? Ansonsten habe ich überlegt, ob ich es Sonntag machen soll. Ein Verräter, ich bleib hier. Wer das getan hat, ist ein eindeutiger Profi. Du hättest dich einmal umgucken müssen, du dumme Nuss. Niemals. Also Jill, ich mag dich ja, ne? Ich mag dich wirklich sehr. Vor allem dein Arsch. Aber... Ey, das ist besser. Oh, fuck. Was? But why are you so retarded? Was? Moment. Ich finde es aber schade, dass Shadow nun eine erst triggert, nachdem er Lisa kennengelernt hat. Ich denke, Hohl wird wissen, welche Katze ich meine. Oh. Fucking Hunter. Warum bin ich auf Rot gedroppt? Okay. Ich habe ja noch 2 davon über. Hat Farrah schon wieder... Ja, Farrah hat immer noch den Highscore gehackt. Vor allem der Schusssound. Ich will ja keine... Jamie Jameson sein, aber ist ein bisschen obvious much. Vor allem, warum guckt sie sich nicht denn einmal um und denkt sich, well, da wurde gerade einer meiner Kollegen erschossen. Vielleicht sollte ich mich einmal nach hinten umgucken und demjenigen eventuell nur, ne? Nee. Wir sind in einer Höhle, for fuck's sake.
Es ist nicht so, als ob es hier viele Fluchtwege gäbe oder so. Verpiss dich, du Goblin. Du lebst noch? Okay, denn. Viel Spaß mit Säuregranaten. Ich habe immer noch 23 Stück davon. Scheiß Goblin. Koppel. Geh. Kamera, bitte. Scheiß Hunter. Ja, ich glaube, Zombies sind jetzt echt nicht mehr so in gerade hier. No. Jetzt werden noch ein paar kommen, aber jetzt hast du gerade ein bisschen Ruhe. Ja, deswegen renne ich auch nicht mit dem Feuerzeug rum. Wäre ja retarded. Ich habe doch noch ein rotes hier rumliegen. Jetzt kommen wir langsam wieder an eine Ecke, wo alles ein bisschen schöner ist im Leben. Okay, perfekt. Use the Kurbel, Kronk. Ich habe extra für dich eine 6. Ich drehe den gesamten Tunnel, okay. Warum hinterfrage ich eigentlich noch? Ich drehe einfach den gesamten fucking Tunnel. Die hatten damals viel Spaß beim Bauen. Oh, da war noch ein Kräut. Ich hätte mir noch das Kräut mitnehmen können, aber ich hab's jetzt nicht. Fuck. Das Kräut. Was ist das denn? Oh, geht nicht. Okay. Na, Hunter? Noch ein Stein? Scheiße. Großer Felsbrocken versperrt den Weg, wenn Chris nur hier wäre. Oh, fuck. Ich glaube, ich fände das so lustig, wenn sie das wirklich sagen würde. Foreshadowing. Ach Gott, wer Barry da, er würde das Ding einfach erschießen. Im Stein. Ja, der würde einen Stein erschießen. Ja. Oh, danke für den noch einen Gang, I guess.